Mahlzeit. Auf Wunsch, weil es mich jemand gewünscht hat, zeige ich euch heute mal meine Sammlung an Leuchten und Leuchtmittel dazu. Ja. Fangen wir mal hier an. Und zwar ist das so, wie soll man sagen, das Highlight ist diese 2000er Stadionlampe. Da habe ich vor, glaube ich, einem Jahr schon gekauft. War jetzt auch nicht ganz billig. Aber, Moment, wenn sie fokussiert, die Kamera, hat überraschenderweise natürlich 2 Kilowatt. Und die Lichtleistung ist es auch wirklich mehr als ausreichend für nur eine Spielerei, weil für mehr habe ich nämlich auch nicht gekauft. Und das Ding ist der Wahnsinn. Also brauche auch einen Anschluss an 400 Volt, also nicht 230 wie normale Lampen. Vorschaltgerät habe ich euch schon mal gezeigt, mache ich aber nochmal. Das ist das hier. Das ist jetzt aus den 90ern, deswegen noch wegen dem 380. Das gibt es heutzutage nicht mehr, seit 97 sind es ja 400. Und das Ganze, die Zeit der Umstellung war, ist das Vorschaltgerät halt für beide gedacht. Beide Spannungen. Kann man jemals am Pin hier einstellen. Am Anschluss. Und ja, dann geht es hier weiter. Ich habe einfach zu viele. Muss halt irgendwie zusehen, wie ich die alle eingelagert bekomme. Das ist jetzt hier alles gemischt: ein paar 18er, ein paar 36er. Und 40 Watt Explosionsgeschütz. Die ist hier. Also von denen, die sind von Tungsram, die sind aus den 80ern. Und die sind auch noch die gleichen von Osram, die sind aus den 90ern. Lichtfarbe sind Strich 20, also 640er Lichtfarbe. Ist, naja gut, ist halt ein schlechtes Licht, aber es ist hell genug und es reicht zum Arbeiten aus. Ja, weil die wird es bald auch nicht mehr geben, weil jetzt sind die X-geschützten Leuchten auch noch alle LED, es wird immer mehr. Also habe ich mir nochmal 3 Stück davon besorgt, bevor sie ganz weg sind. Dann hier, das sind die Vorschaltgeräte für diese explosionsgeschützten Röhren ohne Starter. Also, das ist ein anderes Schaltdiagramm, haben ein anderes Funktionsprinzip. Aber damit ihr es mal seht, die sind zum Beispiel jetzt aus der DDR von 1976, aber gehen immer noch. Ja, kann man ja mal am anderen Video drauf zukommen, drauf zurückkommen. So, dann geht es hier weiter. Das ist eine vom VEB Nava von 75, das ist einer für 2x40 Watt. Hier oben irgendeine, weiß ich nicht, Büroleuchte. Leider viel zu neu für meinen Geschmack. Hier ist eine, anscheinend selbst gebaut. Oder vom VEB Leuchtenbau Arnstadt. Die ist von 74 und geht auch noch. Dann haben wir hier 2x58 Watt Wannleuchte, auch nichts Besonderes. Die ist jetzt aus den 90ern. Hier 2x36 Watt Leuchte von 1963. Hier eine von mir restaurierte 1x65 Watt Leuchte auch von 63. Hier die 2x36 Watt von Obi von 2015. Ja. Und darunter halt irgendwie noch mal eine 63er. Hier Feuchtraum auch nichts Besonderes. Oder hier eine 18er auch nichts Besonderes. Dann geht's hier weiter. Das sind ganz normale Trockenraumleuchten. Trockenraum deswegen, das sind nur maximal IP20 Schutzgrad. Die sind von 1982 von Philips. Soll ich mal das Label? Da, bitte sehr. 220 Volt, 20 Watt, 82. Gehen auch immer noch wunderbar. Also, das ist noch Qualität. Dann gucken wir mal weiter. Hier, ich habe jetzt auch mal zum Spaß in die mittlere Leuchtengruppe sowjetisch mal wieder reingedreht von Rasno, also Rasno 40 Watt. Die hat jetzt auch schon ein paar Stunden hinter sich. Die ist von, oh, schätzungsweise auch schon Anfang der 70er, vielleicht 74, 73, keine Ahnung. Hier genau dasselbe. Andersrum leider. Ja, ganz normale LEB, also dieses ja, ekelhafte warme Licht, aber gut. Man nimmt, was man kriegen kann, ne? Hier auch. Das sind jetzt keine Rasno, das sind welche von Oriolen. Die kommen auch nicht aus Russland, die kommen aus der Ukraine. Seht ihr? Oriolen LB 40 Watt. Sind jetzt von 74, also dem dritten Quartal 1977. Wie man in 3 Strichen sieht. Und das sind wieder hier ganz normale Rasno. Und was ihr hier seht, dieses. Ja, Ranzoom, doch. Dieses Dunkle, das ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, Schmutz, das ist einfach nur flüssiges Quecksilber.
Und diese unglaublich viel Quecksilber in diese Röhrenfrüher reingekippt haben. Teilweise 4 Gramm, heute sind 4 Milligramm Standard. Aber den Sowjets war das anscheinend egal. Ansonsten, ihr seht ja auch, die anderen beiden Deckengruppen sind auch noch Leuchtstofflampen. Weil ich sehe es nicht ein, dass wenn ich die so selten anhabe, jetzt da extra LEDs verkaufe. Ganz normale Philips 36er, 48er Lichtfarbe. Puh, reicht für dich hin. Dann hier. Das sind die LEDs, die bis gestern noch in der Deckengruppe, also in der mittleren drin waren. Da habe ich es halt durch die sowjetischen ersetzt. Kommen dann morgen wieder zurück an die Decke. Hier haben wir noch 440er, auch Rasno, auch aus den 70ern. Ne, ja. Haben oder nicht haben, ne? Hier seht ihr die aufgebockte R70. Das ist jetzt die zweite, also die mit der kaputten Glocke. Seht ihr ja auch hier. Da. War zum Glück nicht meine Schuld. Traurig ist es trotzdem, dass die Glocke zerbrochen ist. Da ich es versucht, provisorisch mit, weiß ich nicht, Klebeband zu reparieren. Hat auch relativ gut funktioniert, aber naja, schade ist es trotzdem, weil diese Glocken wird es nie wieder geben. Ja, mache ich halt wieder ein bisschen schick. Der Sockel ist nämlich in der falschen Farbe, wie ich rausgefunden habe. Original war nämlich braun. Meiner ist in diesem Fall natürlich weiß. Naja, sprühe ich einfach an mit Lack und dann passt das schon. Ansonsten, was haben wir hier noch? Ja. Ihr seht ja, was es damit auf sich hatte, mit dem Taster und der Steckdose. Das ist einfach eine IT-Steckdose. Die Steuerung ist hier, basiert auf einer Logo. Ich glaube Logo 6 oder keine Ahnung wie die heißt. Hatte ich mit dem Schütz, zwei Automaten. Netzseitig, also primärseitig und sekundärseitig. Oben gehen zwei Phasen rein, also 380 bzw. 400 Volt heutzutage. Und rauskommen 220 bzw. heutzutage 230 Volt. 1,5 Kilovolt Ampere. Reicht völlig hin für meine Spielzwecke hier. Natürlich, Erdung ist das Wichtigste. Ja, eigentlich eine schöne Spielerei. Also muss ich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Experiment mache, meinen Trenntrafo irgendwie aus dem Regal pullen, sondern drücke einfach einen Taster und habe eine Steckdose mit getrenntem Netz. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Ja, ansonsten der kam auch noch dazu. Ein Kompressor von 1983. Habe ich vom Schrottplatz gerettet. Tank ist auch innen drin rostfrei. Zu meinem Glück natürlich. Abgeriegelt ist er bei 10 Bar. Aber der schafft doch, weiß nicht, 11 wie hier steht, oder schafft auch 12, wenn man lieb fragt. Aber das traue ich dem auch nicht mehr zu. Das war aber noch nicht alles. Das habe ich jetzt hier noch welche. Hier eine alte 240 Watt aus der DDR. Ein 1x40er aus dem Westen. Die ist aus den 70ern, die ist aus den 90ern. Und jetzt kommt eigentlich die richtige Sammlung. Zeige ich euch gleich. So, da sind wir. Das ist die eigentlich wahre Sammlung. Das ist das Sammelsurium aus 5 Jahren oder so. Mehr nicht, auf jeden Fall. Fangen wir mal systematisch von unten an. Das hier ist eine 58er von Osram. Die ist jetzt aus den 90ern benutzt. Deswegen habe ich es einfach mal eingelagert. Da kommt auch noch mal ein Video drüber. Das sind 25 original sowjetische Röhren, 40 Watt LB Lichtfarbe. Auch aus den 70ern habe ich halt von einem DDR-Sammler abgekauft. Und ja, ihr seht mal den Preis netto, brutto und irgendwas sowjetisches mit den USSR. Lampi, wahrscheinlich heißt das dann Leuchtstofflampe. Ja. Dann geht das hier weiter. Das hier ist auch ganz interessant. Das ist, also ich nenne das Ding generell Würfel. Das ist eine DDR-Leuchte für eine 125 Watt HQL. Also einfach rein drin, Stecker rein und das Ding leuchtet. Auch aus den schätzungsweise 70ern. Geht wunderbar, das Ding. Also traumhaft für 5 Euro von eBay. Kann man nichts zu sagen. Dann hier. Das sind diese seltenen 40 Watt Röhren aus der DDR. Da sind jetzt gerade hier 4 Stück drin. Also das sind die LU-Röhren. Und es geht auch weiter.
Ich habe hier 4 weitere. Das sind die mit dieser speziellen Form, die halt nur für die R70 gebaut wurden. Und dann hier ein anderes Schmuckstück. Eine klare Quecksilberlampe-Hochdrucklampe NF400-00. Die ist jetzt aus den 70ern und unbenutzt. Die war noch nie an und die ist dementsprechend auch viel wert. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig hier. Dann das andere Highlight, Theaterbeleuchtung in der DDR. Eine 3 Kilowatt Glühlampe. Das sind keine Glühfäden, das sind Garagentorfedern. Moment, ablegen. So, wie ihr seht, ist schon stolz. Also mal überlegt, das sind echt Garagentorfedern. 220 Watt, Volt sage ich schon, und 3 Kilowatt. Und das Kit, mit dem man das Glas mit dem metallischen Sockel verbindet, ist aus Asbest. Überraschenderweise. Also das weiße Zeug hier, das ist Asbest. Aber gut, solange man vorsichtig ist, kann auch nichts passieren. Die ist jetzt aus Plauen. Also das Glühlampenwerk Plauen. Plauen wurden nämlich hauptsächlich Glühlampen produziert. Dann gibt es hier weiter noch einen DDR-Topf. Der ist jetzt für HQL. Den habe ich auch restauriert. Also der war im extrem schlechten Zustand. Neue Elektrik. Den Lampenkörper habe ich jetzt Pulver beschichten lassen. Also das kann man noch nicht mal verkratzen. Und noch ein typischer Dämmungsschalter, Verschraubung, Warnungsband für Erdkabelverlegung und was haben wir noch? Neue HGL, also HQL von Tungsram, die ist jetzt aus den 90ern. Ja, ansonsten noch die ganze Kleinkram hier. Ein paar 4 Watt Röhren, das ist also die kleinste lineare Bauform. Das sind jetzt Strich 25er, also 740er Lichtfarbe. Die sind aus den 80ern schätzungsweise. Jetzt hier weiter. 15 Watt, ist aus den 90ern. LS-Schalter für, ich glaube, 6 Ampere. Der ist aus den 50ern. Den habe ich einfach vom Müll gerettet, einfach mal mitgenommen. Relativ interessant, wenn man sich überlegt, dass er neu ist. Der ist aus den 50ern. Ja. Gut, dann. Hier noch, das ist eine Spezialröhre von Osram, die sind aus den 90ern auch zudem. Und die haben auch diese schmale Sockelung, die sind, weiß nicht, für Röntgenaufnahmenbeleuchtung, keine Ahnung. Jedenfalls sind die alle noch funktionsfähig, also die 6 Stück hier. Ansonsten halt hier noch Glühlampen, nichts Besonderes, eine große Energiesparlampe, auch nichts Besonderes. Hier noch welche. Die ist jetzt aus dem Westen. Die ist von Radium, auch aus den 70ern. Projektorlampe aus den 50ern. Mit einer überraschenden Lebensdauer von, wo steht's? Irgendwo stand's mal drauf, die hält irgendwas mit 5 Stunden. Mehr nicht. Aber die ist noch nicht mehr in Betrieb. Nur noch zum Einlagern gedacht. Dann haben wir hier wieder was Besonderes. Das ist eine Xenon Langbogenlampe aus der DDR von Nava von 1985. Also schon zum Ende der DDR hin. Die packe ich jetzt nicht aus, weil vor der habe ich schon relativ viel Respekt, muss man sagen. Die hat auch im kalten Zustand einen hohen Betriebsdruck, also einen hohen Druck. Das kannst du dir vorstellen, das ist einfach nur eine Glasröhre von hier bis hier mit 2 Wolfram, oder du weißt gar nicht, was das für Elektronen sind, ich glaube Wolfram. Hier ist eine und da ist eine. Dazwischen ist nichts, nur Xenon unter hohem Druck. Muss mit vielen, vielen Kilowatt gezündet werden und die Brennspannung ist natürlich sehr gering. Dafür ist der Strom natürlich umso höher und die war für Farbechtheitsprüfung, also jetzt um Farben und Lacke irgendwie auf Echtheit zu prüfen. Das Licht, was die produzieren, ist nämlich nahezu perfekt. Aber für meinen Geschmack ein bisschen zu gefährlich. Dann sehen wir hier
Das sind 39 NAVA NF 125-01. Also die ganz normalen leuchtstoffbeschichteten. Wo ist meine raus hier? Momentchen. Da. Das ist halt die ganz normale HQL von NAVA. Die sind jetzt aus den 70ern oder 80ern, eins von beiden. Alle noch funktionsfähig. Höchstwahrscheinlich, weil ich habe sie nicht geprüft. Sind alle noch ungezündet. Denn hier haben wir eine 250er von NAVA aus den 60ern oder vielleicht auch Anfang der 70er. Der erkennt man an diesem Dom, so nennt man das Ding hier oben drauf, das Hütchen. Leider ist die schon sehr stark genutzt, also die macht kein frisches Licht mehr. Nur noch grün und bläulich, aber haben es besser als nutzen. So, geht's hier weiter. 1000er NAVA, das war mal 2000. 15 oder 16 Geschenk von einem Abonnenten. Grüße an dich. Ist wahrscheinlich, weiß derjenige auch, wer gemeint ist. Ja, geht immer noch. Halt hier normale. Die Kollektion der Osram HQLs von 80 bis 1000 Watt. Dann hier diese komische 600 Watt Wachstumslampe. War auch schon mal wieder drüber. Die Sunmaster 600er. Hier eine HQL. Die ist von 1983. Nicht 63, das ist eine Bezeichnung. Aus den USA. Seht ihr hier. General Electric Lifeguard. Made in the USA. 1000 Watts. Deluxe White. Deswegen DLX WHT. Deluxe White. Ja, wird niemals gezündet werden, weil dafür ist die einfach viel zu selten, viel zu schade. Ansonsten haben wir hier noch eine DDR-Bunkerlampe aus den 70ern. Habe ich geschenkt bekommen. Bäh. Sieht auch dementsprechend aus. Liegt halt einfach erstmal nur rum. Dann haben wir hier was. Das sind original sowjetische Starter für Leuchtstofflampen aus den 70ern der Sowjetunion. Und alle noch unbenutzt. Die sind absolut neu. Seht ihr, Made in USSR 80C220. Bedeutet bis 80 Watt Leuchtmittelleistung. C bedeutet mit einem Störkondensator. Und 220 halt die NEM, also Netzspannung. So, das packen wir mal zurück. Gucken, ob ich noch was vergessen habe. Eigentlich habe ich nichts vergessen. Du siehst mal so, was ich hier so am Start habe. Draußen in der Werkstatt ist noch ein bisschen mehr, also irgendwelche normalen Wannenleuchten, aber das ist jetzt kein Video wert. Deswegen hoffe ich mal, dass derjenige, der den Wunsch geäußert hat, sich darüber freut und ja, sehen uns. Ciao.